Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Blackout Reports. Ja, und wie der ein oder andere sich schon denken kann, aufgrund des Hintergrundbildes, diesmal geht es auch wieder nicht konkret um das Thema Energieversorgung, sondern indirekt um die Frage, was macht denn die Sorge um die schlechter werdende Energieversorgung mit uns? Ganz konkret, wie gehe ich mit der Angst vor der Zukunft um? Mein Name ist Robert Jungnischke und ich berate im Bereich des Business Continuity Managements kleine und mittelständische Firmen, wie sie mit der neuen Situation der mangelnden Sicherheit der Energieversorgung umgehen können, wie sie sich darauf einstellen müssen, damit die Existenz ihres Unternehmens nicht gefährdet ist. Und ich berate auch Privathaushalte oder Gruppen von Menschen, wie sie sich bestmöglich auf die aktuelle Situation einstellen können und vor allen Dingen damit umgehen können. Ja, und ich habe vor einigen Tagen einen Live-Vortrag gehalten. Und das Spannende war, es war eine Gruppe von Menschen, die bereits seit langer Zeit Krisenvorsorge betreiben, aber eben vorwiegend materielle Krisenvorsorge. Und so hatte ich im Vorfeld schon überlegt, was ich denen denn überhaupt noch erzählen kann. Habe dann den Schwerpunkt tatsächlich auf mehr die mentale Vorbereitung gelegt, also sich darauf vorzubereiten, was auf einen zukommt und wie man damit möglicherweise, wie man darauf reagieren kann und wie man damit umgehen kann. Es gibt einen Film, der heißt Angst fressen Seele auf. Der ist von 73. Das ist ein Film von Rainer Werner Fassbinder. Und dieses Angstfressen Seele auf findet Verwendung, wenn die zerstörerische Macht der Angst ausgedrückt werden soll. Und ich finde, es passt einfach wahnsinnig gut, denn Angst macht was mit uns, wenn wir da nicht drauf achten und wenn wir vor allen Dingen uns das nicht bewusst machen. Ja, Angstauslöser in der heutigen Zeit gibt es wahrlich genügend. Wir haben Angst vor dem Wirtschaftscrash und damit verbunden dem Vermögensverlust. Unseren Kindern versucht man in der Schule schon Angst zu machen mit der Fake-Klimakrise und dem Horrorszenario, dass 2030 die Erde nicht mehr bewohnbar ist, wenn wir so weitermachen mit dem Verbrauch fossiler Brennstoffe. Dann haben wir die sicherlich auch berechtigte Angst vor Krieg, dass sich dieser Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ausweitet und auch hier den Rest Europas einholt. Dann haben wir natürlich die Angst vor Stromabschaltungen, die Angst vor dem Blackout. Wer sich damit befasst, hat auch Angst und Sorge vor dem Great Reset, der vom World Economic Forum propagiert wird. Dann gibt es natürlich die Ängste, die jetzt aus dieser momentanen Wirtschaftskrise entstehen, Angst vor Arbeitslosigkeit, vielleicht auch die Angst davor, das Häuschen zu verlieren, wenn einer die Arbeit verloren hat. Und dann natürlich die Urängste vor Krankheit und vor Tod. Und das sind sicherlich noch nicht mal alle Ängste, die wir haben. Wir müssen wissen, für unser Gehirn ist eine Vorstellung genau die gleiche Realität wie etwas wahrhaft Erlebtes. Und das hat eine dramatische Bedeutung. Ich habe es in einem anderen Video schon mal erklärt. Jedes Erlebnis führt zu Reaktionen im Körper. Und diese Reaktionen können eben positiv oder negativ sein. Und wenn man jetzt permanent Angst hat, bedeutet das permanent Ausschüttung von Stresshormonen. Und das ist sicherlich nicht gut. Noch eine andere Sache müssen Sie wissen. Es gibt für uns Menschen im Grunde nur zwei wie soll man sagen, es gibt für uns Menschen nur zwei Antriebsmotivationen. Das eine ist hinzu, also wenn ich etwas begehre, das mich erfreut, zum Beispiel eine Gehaltserhöhung, der neue Job, das neue Auto, irgend sowas in diese Richtung. Das ist hinzu und ist verbunden mit Freude. Aber die wesentlich stärkere, der wesentlich stärkere Antrieb ist von weg, nämlich aus Grund von Angst will ich etwas nicht mehr haben. Und wenn Sie sich mal die Medien betrachten und auch die Politik, dann wird hier sehr oft mit dem Mittel der Angst, nämlich von weg, gearbeitet. Im Übrigen auch in der Werbung, weil diese Motivation einfach deutlich stärker ist als die Motivation hinzu. Das muss man einfach wissen.
Ja, Angst. Angst ist per se nichts Negatives. Wenn der Mensch keine Angst hätte, würde er nicht überleben. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wir stehen neben einer Autobahn und wenn wir keine Angst davor hätten, die Autobahn zu überqueren, dann würden wir das tun und würden das wahrscheinlich auch nicht überleben. Und Angst schützt uns vor Gefahr und Angst, sorgt dafür, dass wir Gefahr wahrnehmen und uns auf Gefahr einstellen können. Die andere Frage, die sich stellt, ist, wäre es besser, keine Angst zu haben, was dann allerdings wahrscheinlich damit einhergeht, dass man eben über gefährliche Situationen nicht Bescheid weiß. Und damit muss man die Frage so stellen, wäre es besser, nicht Bescheid zu wissen? Wir müssen Gefahren akzeptieren, denn wir können sie nicht vermeiden. Mark Twain hat mal gesagt, kein Mensch kann sich wohlfühlen, wenn er sich nicht selbst akzeptiert. Und genau das Gleiche kann man auch sagen, bezogen auf Angstauslöser, also auf Situationen, die real sind und die eine Gefahr darstellen. Wir müssen die Gefahren akzeptieren, sonst können wir uns nicht wohlfühlen. Und im Umkehrschluss, wir können uns trotz Gefahren wohlfühlen. Ja, es ist sogar unsere Pflicht, weil Gefahren gab es immer schon und Gefahren wird es auch immer geben. Und ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen, was alle kennen und was auch zeigt, dass wir das sehr wohl lernen können und auch tun. Nehmen wir nämlich das Beispiel des Straßenverkehrs und das Beispiel Kinder im Straßenverkehr. Also wenn Kinder beginnen, am Straßenverkehr teilzunehmen, ist das Risiko für die Kinder sehr groß und die Gefahr des Straßenverkehrs, die ist immer gleich. Wenn ich am Straßenverkehr teilnehme, gibt es da eine Gefahr X. Die kann man sicherlich noch verändern, zum Beispiel indem man langsam fährt oder indem man schnell fährt. Aber grundsätzlich, wenn ich Verkehrsteilnehmer bin, egal ob als Fußgänger oder als Autofahrer oder eben mit einem anderen Transportmittel, setze ich mich einer Gefahr aus und damit einem Risiko. Und jetzt kommen wir wieder zu den Kindern. In dem Maße, wie das Kind im Straßenverkehr teilnimmt, verringert sich sein Risiko. Warum? Es lernt nämlich die Gefahren zu erkennen. Es lernt aber auch durch Erfahrung, die Gefahren zu bewerten. Und dadurch, dass es eben dieses Erkennen und Bewerten lernt, kann es das Risiko Straßenverkehr besser bewältigen. Und genauso ist es auch mit allen anderen Dingen. Nehmen wir jetzt wieder unser Beispiel Blackout. Wenn wir die Gefahr erkannt haben und wenn wir uns damit auseinandersetzen und uns vorbereiten, dann mindern wir unser Risiko. Die Gefahr, Blackout, bleibt die gleiche, aber unser Risiko wird kleiner. Und deshalb ist es so wichtig, wir müssen akzeptieren, dass Gefahren da sind, dass wir mit Gefahren leben müssen, aber wir müssen einfach lernen zu akzeptieren, dass das so ist. Und am Beispiel Straßenverkehr ist das, glaube ich, wirklich sehr eindeutig zu verstehen. Denn wir alle nehmen an diesem Straßenverkehr teil und haben, die meisten von uns jedenfalls, haben noch nicht mal mehr Angst und denken noch nicht mal mehr über die Gefahr nach. Darin sind natürlich auch wieder Risiken verborgen, gar keine Frage, Thema Leichtsinn, aber grundsätzlich soll das Beispiel nur dazu dienen, zu veranschaulichen, dass wir eben durchaus in der Lage sind, mit Gefahren zu leben. Und zwar gut zu leben. Also sozusagen, jetzt stelle man sich vor, man hat sein neues Auto bekommen, man steigt da ein und macht eine schöne Runde damit, dann freut man sich sogar, obwohl man einem Risiko ausgesetzt ist und in einer erheblichen Gefahr sich befindet. Das soll einfach mal deutlich machen, dass es geht. Ja, unsere Situation ist also, wie sie ist, und wir können lernen, mit diesen Ängsten, die sich aus diesen Situationen ergeben, zu leben. Und das erste ist das Akzeptieren. Ich habe das an einem anderen Beispiel schon mal gebracht. Wenn man eben nicht akzeptiert, dass eine Situation, die man nicht ändern kann, so ist, wie sie ist, dann ist man im permanenten Konflikt mit sich selbst und der macht einen kaputt. Das kann niemand auf Dauer aushalten. Wir müssen also akzeptieren, dass wir nichts ändern können, dass wir in Gefahren leben und auch, dass momentan die Zeiten schlechter werden. Das heißt, dass wir in einer Wirtschaftskrise sind, die sich noch weiter verschärfen wird. Das ist einfach mal eine Realität und das müssen wir als solche akzeptieren. Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Ich habe es mal so genannt, wir denken unsere Wirklichkeit. Nochmal, unsere
Unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen real Erlebtem und Vorstellung. Das bedeutet, alles, was wir uns vorstellen, ist für den Körper real. Und das bedeutet natürlich auch, wir können uns positive Dinge vorstellen, die dann auch real sind. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, wir können es auch übertreiben und uns Gefahren besonders ausmalen. Und dann erlebt unser Körper das, als würden wir tatsächlich in dieser Gefahr sein. Und das ist natürlich wieder sehr nachteilig. Der Mark Twain hat dazu mal gesagt, ich habe mir eine Menge Sorgen gemacht, aber die wenigsten davon haben sich bewahrheitet. Das Problem ist allerdings, wenn ich mir die Sorgen mache, dann leide ich schon genauso, als würde ich es erleiden. Und das ist unnötig. Welche Fähigkeiten unsere Gedanken haben, möchte ich an zwei kleinen Beispielen zeigen, die man überall googeln kann, die wirklich belegt sind. Man hat, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg war das, da haben viele Ärzte an der Front das Problem gehabt, dass sie bei den Verwundeten nicht mehr genug Morphium hatten. Und dann ist mal ein pfiffiger Arzt hingegangen, und auch das ist dokumentiert, und hat den Patienten nicht gesagt, sorry, Morphium ist alle, sondern hat denen einfach gesagt, ich habe noch welches gefunden, und hat den entsprechenden Patienten eine Kochsalzlösung gespritzt. Und das Bezeichnende war, dass die Schmerzen dieser Patienten gelindert wurden. Und das ist auch rein auf der Vorstellung, dass ich ein Medikament bekomme und dass dieses Medikament hilft. In der Medizin nennt man das ja auch den Placebo-Effekt. Und da gibt es auch ganz viele Untersuchungen, zum Beispiel, wenn der Arzt seinem Patienten gegenüber positiv ist und von Heilung spricht, dann reicht das oft schon aus. Und es würde sogar ein reines Placebo, also ein Zuckertablettchen, reichen, um diesen Effekt beim Patienten zu erzielen. Oder man hat auch zum Beispiel mit Menschen, die sehr gut meditieren können, gerade hier asiatischen Mönchen, solche Dinge feststellen können, dass sie zum Beispiel Operationen ohne eine Betäubung ertragen konnten und keine Schmerzen hatten, weil sie in der Lage waren, ihr Bewusstsein entsprechend zu steuern. Wir sehen also, unsere Gedanken haben einen mächtigen Einfluss auf uns, auf unseren Körper. Und deswegen, erstens ist das wichtig, das zu wissen. Und zweitens ist es so wichtig, weil wir damit natürlich auch unsere Realität, in der wir jetzt leben, positiv beeinflussen können. Ja, wir denken unsere Wirklichkeit, und das sollten wir vielleicht umkehren. Wir denken uns die Wirklichkeit, die wir gerne hätten, damit wir die Wirklichkeit, die wir haben, besser ertragen können. Was meine ich damit? Wir haben halt immer zwei Alternativen. Wir können denken, dass jetzt die Katastrophe kommt und dass alles unausweichlich ist. Oder wir wissen, dass es Hoffnung gibt und wir hoffen auf das Beste. Wir können uns das auch teilweise vorstellen, dass alles gut ausgeht, dass die Wirtschaftskrise ein Ende haben wird, dass unsere Politik ein Einlenken in eine nachhaltige Energiepolitik macht und, und. Also man kann sich das auch alles vorstellen, und man soll nicht unterschätzen, welche Macht das hat. Und deswegen sollten wir nicht nur an unsere Ängste denken, sondern eben an das Positive, weil wenn wir das nicht tun, wird unser Leben wirklich unerträglich, und ich glaube, dann ist die Last fast zu schwer, als dass man sie noch tragen könnte. Und ich erlebe es ja auch häufig, dass mich Menschen kontaktieren, teilweise auch anrufen, weil sie eben sagen, sie haben so eine Angst vor der Blackout-Situation, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Oder zum Beispiel letzte Tage kriege ich eine Anfrage, da ist jemand, der braucht eine neue Hüfte, ob er sich jetzt operieren lassen soll oder eher nicht, weil ich habe ja in anderen Videos auch schon davon berichtet, dass unser medizinisches System so schlecht auf den Blackout vorbereitet ist, dass eben viele Krankenhäuser nach wenigen Stunden schon nicht mehr vernünftig arbeiten können. Und da muss ich sagen, da wäre mein Rat auch tatsächlich momentan Operationen, die man verschieben kann, ohne dass es Nachteile bringt, mal auf das Frühjahr nächstes Jahr zu schieben, wenn einfach klarer ist oder wenn der Winter vorbei ist, wenn diese Kälte vorbei ist und wenn einfach sich unsere Energieversorgung dann hoffentlich auf einem niedrigeren Niveau wieder stabilisiert hat und wir vor allen Dingen wissen, wie es weitergeht bei Operationen, die nötig sind, um halt jetzt einen größeren Schaden zu vermeiden, würde ich in jedem Fall sagen,
bitte, bitte operieren lassen. Die Krankenhäuser haben ja eine Notstromversorgung und damit ist auch der OP versorgt. Also da sollte während einer Operation nach menschlichem Ermessen nichts passieren. Ein weiteres Anliegen wäre mir noch, das Thema Kinder anzusprechen. Das eine ist ja, dass wir Alten mit diesen Ängsten konfrontiert werden und klarkommen müssen. Aber aus meiner Sicht die viel mehr betroffene Gruppe sind unsere Kinder, die ja häufig auch noch nicht sich selbst um das Thema Vorbereitung kümmern, die auch gar nicht wissen, wie man mit Ängsten richtig umgehen kann, die aber leider auch ja mitbekommen, was in den Zeitungen und im Fernsehen und überall berichtet wird. Deswegen wäre zum Beispiel ein Rat von mir auch, schauen Sie selber kein Fernsehen mehr, aber lassen Sie um Gottes Willen Ihre Kinder kein Fernsehen schauen und schon gar nicht solche Sachen wie Tagesschau oder sonst irgendwas. Und auch der Rat oder die Empfehlung, die die Lehrer geben, dass Kinder Tageszeitungen lesen sollten, halte ich für völlig fatal. Zum einen bin ich der Überzeugung, dass dort eben einseitig berichtet wird und zum anderen brauchen unsere Kinder diese ganzen Horrormeldungen nicht, denn Zeitungsmeldungen sind ja nur dann gut, wenn sie schlecht sind, nur das macht Quote. Und das brauchen unsere Kinder definitiv nicht. Denn auch bei denen wirken diese Dinge und sie wirken genauso nachteilig wie bei uns. Und ich fürchte sogar noch schlimmer, weil unsere Kinder viel weniger in der Lage sind, aufgrund der Erfahrung, aufgrund vielleicht von Wissen, mit diesen Ängsten umzugehen. Ich habe es ja schon in einem anderen Video gesagt, Sport halte ich für eine tolle Sache, um einen geistigen Ausgleich zu finden. Aber woher soll ein Kind das wissen, wenn es ihm die Eltern nicht mitgeben? Und deswegen halte ich es für eine Pflicht der Erwachsenen, der Eltern, dass sie dafür Sorge tragen, dass die Kinder möglichst wenig mitbekommen und dass sie auf der anderen Seite auch dann erklärt bekommen, wie sie mit diesen Ängsten, wie sie die einzuordnen haben. Und das ist natürlich häufig auf Verstandesebene noch gar nicht möglich. Da kann ich nur an die Fantasie von Ihnen als Eltern appellieren, Wege zu finden, die Ängste ihrer Kinder zu erkennen und ihnen zu helfen, diese zu bewältigen. Weil das mit den Kindern so ist, haben wir meiner Meinung nach auch die Pflicht zur Zuversicht. Wir können und sollten auch nicht negieren, dass es Gefahren gibt, denn Gefahren und Angst sind ja auch Schutzmechanismen oder nicht Gefahren sind Schutzmechanismen, aber die Angst vor Gefahren ist ein Schutzmechanismus, der dafür sorgt, dass wir vorsichtig sind und Gefahren bewältigen können. Und das müssen natürlich auch unsere Kinder lernen. Aber ich denke, wenn unsere Kinder sehen, dass wir Zuversicht haben, dass alles gut wird, wenn wir Zuversicht haben, dass wir Krisen und Gefahren bewältigen können, dann sind wir damit das bestmögliche Vorbild auch für unsere Kinder. Und by the way, es nutzt uns allen. Und ich möchte nochmal den Mark Twain zitieren. Ich habe mir eine Menge Sorgen gemacht, aber die wenigsten davon haben sich bewahrheitet. So, das heißt, wir können Angst vor dem Krieg haben, aber wenn wir Glück haben, gibt es gar keinen Krieg. Wir können Angst vor der Wirtschaftskrise haben, aber wenn wir viel Glück haben, kommen wir mit einem blauen Auge davon. Wir können Angst vor einem Blackout haben, aber vielleicht gibt es ja auch gar keinen Blackout. Das ist das, was ich damit meine. Und wenn wir uns gut vorbereitet haben, dann können wir aus meiner Sicht an die Angst einen Haken machen, denn dann haben wir uns bestmöglich vorbereitet. Dann kann uns auch niemand mehr vorwerfen, wir wären sorglos damit umgegangen. Aber dann kann ich das Paket auch in die Ecke stellen und sagen, ich hole das wieder hervor, wenn es aktuell wird. Und ja, das ist, glaube ich, unsere Pflicht als Erwachsene, das ist unsere Pflicht als Menschen. Denn nur so haben wir noch eine Lebensqualität und können in diesen sicherlich schwierigen Zeiten das Beste daraus machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was man Leben nennt, aus der Situation das Beste zu machen. Und da kommt mir gerade noch ein Gedanke. Leben ist deshalb so lebenswert, weil es ein Auf und Ab gibt. Denn wenn es das nicht gäbe, wenn es das Negative nicht gäbe, dann würden wir das Positive nicht zu schätzen wissen. Das heißt, wenn wir wie Adam und Eva damals, ist jetzt eigentlich interessant, dass mir das Bild kommt, die waren im Paradies und denen ging es da einfach zu gut. Die wussten nicht, wie die andere Seite aussieht und deswegen haben sie sich verführen lassen und sind letztendlich da raus. Und da muss man die Frage stellen, was ist denn besser, so ein Leben, das haben wir ja die letzten 30 Jahre auch mehr oder weniger gehabt in dieser Konsumblase,
mit Brot und Spielen oder das Leben, was wir jetzt haben, dieses sehr intensive Leben, dieses Leben mit Angst, mit Gefahren, aber auch mit vielen Chancen und vor allen Dingen unheimlich vielen netten Menschen, die man kennenlernt. Und ich glaube auch, dass diese Krisen, die wir jetzt hier erleben, das Wahre in vielen Menschen erst zum Vorschein gebracht haben. Und ich muss sagen, ich betrachte es als ein sehr, sehr großes Geschenk, Sie kennengelernt zu haben, denn nur eine gewisse Art von Menschen schaut sich meine Videos an, vor allen Dingen bis zum Ende. Und dafür möchte ich einmal Danke sagen. Und damit schließe ich auch. Ich wünsche Ihnen alle wunderschöne Weihnachten. Genießen Sie das Fest im Kreise Ihrer Lieben. Und ja, bis demnächst auf meinem Kanal, Ihr Robert Jungnisch.